Servus! Heute geht es um ein neues Thema, und zwar das Thema Home-Automation. Also ich bin gerade gekommen und dann drücke ich hier mal auf die Taste Anwesend. Dann werde ich gefragt, Licht oder ohne Licht. Ich sage jetzt ohne Licht. So, jetzt schreibt er hin, bitte warten. Er wird jetzt dann mein Radio einschalten. Er wird die Heizung überprüfen, ob die je nach Temperatur jetzt auf und Fenster offen auch eingeschaltet werden muss oder nicht. Jetzt im Sommer natürlich nicht. Genau, und dann, wenn es dunkel ist, würde natürlich das Licht angegangen werden. So, jetzt warten wir mal ein bisschen, wie es ist mit dem Radio. Gleichzeitig werden alle Steckdosen eingeschaltet und es werden auch die Stereoanlage eingeschaltet, damit das Radio läuft, genau. So, na, genau, jetzt ist hier wieder zurückgeschaltet. Man hört im Hintergrund die Musik. Habe ich geschrieben, Schätze. Genau. Hier sieht man jetzt auch den Status. Also ich bin jetzt anwesend und ich bin daheim, also in München. Da sieht man das aktuelle Wettervorhersage. Die Außentemperatur beträgt jetzt im Moment 24,8 Grad. Innentemperatur 24,4 Grad. Genau, ja, also so ist es. Dann kann ich hier natürlich auch noch umschalten auf die Räume. Da sehe ich jetzt aktuell den Verbrauch vom Wohnzimmer, wie im Wohnzimmer jetzt der Verbrauch vom Strom ist. Ich kann da jetzt meinen Fernseher, meinen Verstärker ein- und ausschalten. Ich kann das Licht ein- und ausschalten. Ich kann die Steckdose von meiner Unterhaltungselektronik ein- und ausschalten. Ich kann hier die Heizung warm und kalt schalten, oder ich kann auch hier umschalten auf die Kamera, was ich jetzt mache. Genau, jetzt sieht man, dass hier die Kamera an ist. Genau. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Also das ist jetzt mein Home-Automationssystem. Ich könnte natürlich jetzt auch mein Kino einschalten. Dann würde jetzt das Wohnzimmer verdunkelt werden. Das machen wir jetzt auch mal. So, da sieht man jetzt wird die Leinwand runtergefahren, die Jalousie wird runtergefahren. Oh, und der Beamer hat sich geöffnet und projiziert jetzt in ein paar Sekunden das erste Bild.